Hallo zusammen, so schnell sieht man sich wieder. Das vierte Video in Folge, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe. Und ich bin irre stolz auf mich. Es macht übrigens immer noch irre viel Spaß und ich hoffe, dass wir jetzt einfach so weitermachen können. Im heutigen Video möchte ich mit euch darüber reden, was es braucht, um einen YouTube-Kanal zu starten. Wenn du dich also dafür interessierst, selbst mit YouTube anzufangen oder vielleicht deinen bestehenden Kanal ein bisschen zu pimpen, dann bleib jetzt dran. Ich werde ja auf YouTube verschiedene Formate veröffentlichen, habe ich ja in der Vergangenheit auch schon gemacht. Und dazu gehören eben Videos wie diese hier, solche Vlogs, bei denen ich einfach nur vor irgendeiner Wand stehe, so wie hier. Oder eben auch, wo ich euch in meinen Alltag mit nach draußen nehme, wie in meinen Bali-Videos zum Beispiel, die ihr hier findet. Und dafür benötigt es unterschiedliches Equipment. Das heißt, bevor du startest, solltest du wissen, was für Videos du machen möchtest. Ganz wichtig ist auch, nach oben gibt es überhaupt keine Grenze, was den Preis angeht. Es geht immer irgendwie höher, schneller, weiter. Und das hier ist sicherlich auch nicht der letzten Wahrheit Schluss, sagt man das so. Aber das sind eben so die Dinge, die ich benutze und mit denen ich ganz gute Erfahrungen gemacht habe. Was brauchst du also zum Bloggen bzw. Vloggen? Erstens, ein Computer, ein Laptop. Was auch immer. Um meine Blogposts zu verfassen und Videos zu schneiden, benutze ich persönlich mein MacBook Pro, das ich mir halt vor 4, 5 Jahren fürs Studium angeschafft habe. Nach 4,5 Jahren ist es jetzt im Sommer in Bali endgültig kaputt gegangen. Deswegen habe ich mir ein neues, etwas potenteres, etwas teureres geholt, mit dem ich aber super easy Videos schneiden kann, weil da zum Beispiel auch schon ein Schnittprogramm vorinstalliert ist, wie iMovie. Wenn du nicht vorhast, Videos zu machen, sondern einfach nur Blogposts zu schreiben, dann bist du jetzt eigentlich mit dem Equipment auch schon fertig. Du brauchst einfach nur irgendwie einen Zugang zu einem Rechner. Alles andere ist mittlerweile online gelagert und übers Internet ansteuerbar. Zweitens, Internet. Du brauchst eine relativ schnelle Internetverbindung. Jetzt kommt es natürlich drauf an. Also wenn du nur bloggen willst, dann tut es auch eine langsame, weil ein bisschen Text hochladen ist jetzt nicht weltbewegend aufregend. Wenn es aber darum geht, eben Videos hochzuladen, dann wäre schon besser, jetzt nicht die langsamste Internetverbindung der Welt zu haben. Ich persönlich habe seit ein paar Jahren ein Vertrag mit einer 32.000er Leitung, was aber für das Hochladen erstmal irrelevant ist. Diese 32.000 beschreiben nämlich nur den Download, nicht den Upload. Und ich lade ja keine Videos runter, ich lade sie ja hoch. Und da habe ich, wie heißt das, 2000 Mbit pro Sekunde? Sagt man das so? Ich glaube ja, ne? Das ist so mittelprächtig. Das ist nicht super schnell. Das geht mittlerweile sehr viel schneller, aber es reicht durchaus aus. 3- bis 5-minütiges Video brauche ich für den Upload hier, ich weiß nicht, eine halbe bis Stunde. Das kommt jetzt auch ein bisschen auf die Tageszeit an und wie die Leitungen ausgelastet sind. Ich muss da, glaube ich, mal echt drauf achten. Ja, aber ich glaube, so eine halbe Stunde, ja doch, halbe Stunde ist realistisch. Bei größeren Videos, die ich ja ab und zu auch mal habe, kann das auch mal mehrere Stunden dauern. Und dann mache ich das über Nacht. Abends den Upload starten, ins Bett gehen und morgens, wenn ich aufstehe, ist das Ding online. Was du auch machen kannst, da du ja vielleicht studierst, so wie ich, kannst du auch das Uni-Netzwerk nutzen. Die haben nämlich in der Regel eine bombastische Internetleitung. So habe ich das also teilweise dann eben auch gemacht, wenn das Video doch zu groß von der Datei her war, dass ich dann einfach das auf einen Speicherstick geschoben habe oder auf den Computer gespeichert habe und dann in der Uni hochgeladen habe. Dann ist das ganze Ding in 10 Minuten online. Das geht also auch richtig, richtig flott. Drittens, eine Kamera. Es gibt viele verschiedene Arten von Kameras und jede von ihnen hat Vor- und Nachteile. Es gibt keine eierlegende Wollmilchsau, die für alles gleichermaßen geeignet ist, beziehungsweise die für alles perfekt geeignet ist. Je nachdem, was du vorhast zu filmen, gibt es also Kameras, die eher empfehlenswert sind als andere. Ich persönlich besitze mehrere, weil ich einfach eine Meise habe. Ich müsste es aber nicht zwingen. Im Grunde genommen, wenn du startest, reicht eigentlich dein Handy, wenn es jetzt nicht eine super schlechte Kamera hat, so wie mein Bali-Handy, das ich mir als Ersatz für mein kaputtes gekauft hatte. Es gibt ganz, ganz viele YouTuber, vor allen Dingen solche, die unterwegs viel filmen, die wirklich nur ihr iPhone benutzen, um alles mitzuschneiden. Gerade wenn du viel draußen filmst, wo Tageslicht ist, brauchst du wirklich nicht die beste Kamera der Welt. Ich benutze für diese Videos wie hier jetzt ganz aktuell im Moment eine Spiegelreflexkamera. Die habe ich mir vor Jahren schon gekauft, um zu fotografieren. Es ist eine Canon EOS 650D. Das Modell gibt es so nicht mehr. Das aktuelle Modell heißt, glaube ich, 850D oder
sowas. Es hat halt ein klappbares Display, das heißt, ich kann mich sehen, während ich hier mit dir rede. Dazu gibt es auch ein normales Kit-Objektiv, was an sich eigentlich erstmal ausreicht. Ich habe mir aber irgendwann mal von Tamron ein lichtstärkeres geholt. Das ist sehr wichtig, weil ich nur Tageslicht nutzen kann und je mehr Licht in das Objektiv reinfällt, desto besser. So eine Spiegelreflex ist wahrscheinlich das denkbar teuerste, was du dir zulegen kannst. Wenn du nicht sowieso eine besitzt, dann würde ich mir auch für den Anfang erstmal keine zulegen. Das ist die Investition erstmal nicht wert. Wie gesagt, ich habe sie zum Fotografieren geholt und bin froh, dass ich damit auch filmen kann. Aber das sind schon auf jeden Fall mehrere hundert Euro, die du da berappen musst. Und der ganz, ganz große Nachteil ist, diese Dinger sind verdammt schwer und unhandlich und unflexibel. Wenn du unterwegs filmen willst, fällt dir der Arm ab, das geht gar nicht. Worin du schon investieren solltest, ist ein Stativ. Ich habe eins von, ich habe gar keine Ahnung, ich habe mir das irgendwo in Kleinanzeigen gebraucht gekauft, habe 20 Euro dafür bezahlt, macht das Leben unendlich leichter und das ist völlig egal, was für eine Art von Kamera du hast, weil eigentlich kann man alle dann auf dieses Stativ raufschrauben. Das verhindert, dass jetzt das Bild die ganze Zeit für dich wackelt. Unterwegs filme ich im Moment am liebsten mit diesem hübschen Ding von Canon. Ich hatte ursprünglich eine Kamera von Samsung, die ist mir aber in Bali kaputt gegangen. Jetzt ist sie wieder repariert, jetzt funktioniert sie wieder, aber als Ersatz habe ich mir dann damals dieses hübsche Teil hier besorgt. Das ist die Canon Legria Mini X. Die ist im Grunde genommen genau für YouTube gemacht. Sie ist ganz flach, liegt super easy in der Hand. Hier vorne ist die Kamera drin, das heißt, ich kann so filmen und damit ich auch sehe, was ich filme, kann ich das Display so umklappen. Und wenn ich andersrum filmen will, kann ich es so rumklappen. Und durch die beiden Mikros hier vorne hat man echt einen bombastischen Ton. Auch wenn man draußen unterwegs ist und Wind ist und viele Umgebungsgeräusche, die hört man dadurch kaum, ohne jetzt ein zusätzliches Mikrofon nutzen zu müssen. Also super praktisch. Außerdem hat diese Kamera einen totalen Weitwinkel. Wenn ich jetzt mit der hier filmen würde, würdest du das komplette Zimmer drauf sehen. Das ist ungefähr 15 Quadratmeter groß oder sowas. Ist also auch super cool, weil man dann einfach, gerade wenn man unterwegs ist, den Leuten zeigt, kann, wo man eigentlich gerade ist. Super cool auch, wenn man Selfies machen will, weil fotografieren kann sie auch. Jetzt natürlich nicht wie eine Spiegelreflexkamera, aber für einen Schnappschuss ist es ganz witzig. Du kannst halt echt aus der Hand heraus ein Selfie mit 10 anderen Leuten zusammen machen, ohne einen Selfie-Stick haben zu müssen, eben durch diesen weiten Winkel. Eine echt coole Sache. Allerdings ist diese Kamera auch alles andere als günstig. Hat mich, ich glaube, 350 Euro oder sowas gekostet. Ist jetzt also auch nur was für Leute, würde ich sagen, die es halbwegs ernst meinen mit der Geschichte. Ansonsten, wie gesagt, reicht auch ein einfaches Handy. Also es muss jetzt echt nicht sonst was sein, wenn man gerade anfängt. Was viel wichtiger nämlich ist als die Kamera an sich, ist nämlich das Licht. Ein schlecht ausgeleuchtetes Bild macht einfach keinen Spaß beim Zugucken. Wenn jetzt hier alles ganz dunkel wäre, dann würdest du mir nicht zusehen wollen. Deswegen viertens Licht. Ich mache es im Moment so, dass ich mich einfach tagsüber vors Fenster stelle. Also direkt hinter der Kamera, was du jetzt natürlich nicht sehen kannst, ist mein Schlafzimmerfenster. Und ich lasse das Licht praktisch auf mich hinauffallen, um halbwegs gut ausgeleuchtet zu sein. Und um das Ganze noch zu verstärken, nutze ich, wie schon bereits erwähnt, ein sehr lichtstarkes Objektiv mit einer 2.0er Blende. Die Standardobjektive sind aber sehr viel dunkler. Und vor allen Dingen, wenn du irgendwie vorhaben solltest, nur mit dem Handy oder so zu filmen, dann wird es schnell grisselig und dunkel und nicht mehr so wahnsinnig schön anzusehen. Deswegen kannst du, falls du vorhast, viele Innenaufnahmen zu machen, dir Softboxen kaufen. Die gibt es relativ günstig bei Amazon und eBay. Und ich habe mich gestern dazu informiert und umgeschaut. So ein Set mit drei Boxen, wo du wirklich total ausgeleuchtet bist von allen Seiten. Da kannst du auch Mitternacht anfangen, im Winter Videos zu machen. Alles kein Problem. Würde immer noch so aussehen wie jetzt hier. Gibt es schon ab, was war das, 130 Euro, 120 Euro oder sowas. Das macht dich natürlich beim Film sehr, sehr viel flexibler, weil du eben auf Tageslicht nicht mehr angewiesen bist und gerade im Winter ist das einfach scheiße. Ja, und das war es im Grunde genommen auch schon. Dann gibt es halt noch das große Geheimrezept, das ist, glaube ich, Punkt 5. Und das ist Motivation und die kannst du dir nicht kaufen und die kann dir niemand wirklich geben, die musst du von innen heraus eben haben. Es hilft total, so coole Leute und Zuschauer zu haben wie ich jetzt, die mir Mut machen und mir schreiben und mich wissen lassen, dass sie das gut finden, was ich mache und dass ich weitermachen soll. Und das ist wirklich unbezahlbar. Und das war's dann auch schon mit dem heutigen Video. Mehr gibt's dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Wenn du mit YouTube anfangen willst und erstmal nur testen willst, dann empfehle ich dir, schnapp dir dein Handy, geh raus an die frische Luft tagsüber und filme einfach. Setz dich irgendwo hin, nimm dein Handy in die Hand
und sag, was du zu sagen hast. Zieh das dann auf deinen Rechner rüber, schneide es vielleicht ein bisschen und dann ab damit. Und dann guck, was passiert. Schau dir andere Videos an und überleg dir, was dir dort besonders gefällt. Warum gefällt dir ein Video oder warum gefällt es dir nicht? Und dann versuch, die Dinge nachzumachen, die dir persönlich gut gefallen. Für mich ist es wichtig, dass ein Video gut ausgeleuchtet ist, dass der Mensch auf der anderen Seite dynamisch spricht und nicht ständig lange Überlegungspausen. Und dass ich das Gefühl habe, dass der Mensch mit mir spricht. Das sind aber Dinge, die mir erst im Laufe der Zeit und nach vielen, vielen Jahren YouTube schauen, erst so richtig bewusst geworden sind. Und das sind die Dinge, die ich versuche eben auch hier umzusetzen. Und mich würde heute interessieren, was gefällt dir an YouTube-Videos besonders gut? Worauf achtest du? Was magst du gar nicht, wenn du Videos siehst? Wo klickst du sofort weg oder gibst sogar einen Daumen runter? Schreib es bitte in die Kommentare. Und wenn dir das heutige Video gefallen hat, dann vergiss nicht, dem Ganzen einen Daumen hoch zu geben und den Kanal zu abonnieren, damit du das morgige und das übermorgige und das überübermorgige und alle Videos, die da noch kommen werden, nicht verpasst. Tschüss!